Guten Morgen oder Günaiden. Ich werde euch heute mitnehmen. Ich gehe ins Hotel für einen Tag, aber ich denke nicht, dass ich dort übernachten werde. Und ich möchte jemanden überraschen. Aber vorher muss ich mich noch eincremen. Sonnenmilch ist Pflicht, Leute. Die Sonne brennt und draußen wird gerade gefrühstückt. Deswegen ist es etwas lauter. Ja, let's go. Ich bin da, Leute. Ich muss aber noch auf mein Zimmer warten. Ich habe tatsächlich ein Zimmer. Krass. Ich weiß aber nicht, welches Zimmer. Die haben hier so viele. Ich bin gerade im Vorgarten oder wie nennt man das? Vorhof, keine Ahnung. Hier auf der Fläche und trinke meinen Weißwein. Mein Zimmer ist noch nicht fertig. Also es gibt wirklich ein Zimmer auf meinen Namen. Und ich muss jetzt hier noch 25 Minuten ungefähr warten und dann werde ich mal schauen. Ich habe tatsächlich mit das beste Zimmer. Ich saß hier und habe geweint. Wirklich, ich habe geweint. Schaut euch die Aussicht an. Schaut euch die Aussicht an. Das ist die Couch. Das ist der Schrank, obwohl jedes Zimmer anders geschnitten ist oder anders zusammengestellt. Es ist ein ziemlich großer Schrank, sehe ich gerade. Genau, die Schuhe haben sie hier immer. Das Bett. Dann habe ich da noch einen Ausgang, also zum Balkon. Fernseher. Das hier vorne ist nicht all-inclusive. Dann gibt es hier unten die Minibar. Da ist auch nicht alles All-In, also das muss man extra bezahlen und das hier nicht, das ist All-In. Dann gibt es hier, wie eigentlich in jedem Hotel, Kaffee und Tee. Ich habe allerdings keine Dusche. Ich weiß nicht, vielleicht ist das, liegt es hier am Meerblick. Ja, das ist das Badezimmer mit Shampoo und das ist die Badewanne mit Jalousie. Die kann man aufmachen oder die kann man öffnen. Und wenn man mit seitlichem Meerblick bucht, wie ich beim letzten Mal, dann sieht das so aus. Also dann hat man quasi nur die Seite. Der Bezirk hier nennt sich übrigens Murat Pascha, da ist auch die Altstadt. Also jeder, der in die Altstadt möchte und nicht fahren will, der muss nach Murat Pascha. Da hinten ist Konyaalte, da gibt es einen Kiesstrand, der ist frei zugänglich. In Antalya gibt es leider keinen feinen Sandstrand. Da muss man doch in Richtung Side oder so. Aber ja, Antalya hat wirklich sehr, sehr viel zu bieten. Die Sonne geht langsam unter. Ich habe mich jetzt fertig gemacht und werde jetzt was essen gehen. Ich glaube, ich werde die Haare aber noch zurücknehmen. Ja, das Kleid ist uralt. Das habe ich mir damals bei River Island gekauft. 8 Jahre. Das ist 8 oder 9 Jahre her. Und ja, naja, jetzt trage ich es. Ich glaube wirklich, das habe ich 2-mal getragen und dann auch nie wieder. Aber eigentlich mag ich es. Guten Morgen. Ich habe mich gestern nicht mehr gemeldet, da ich echt kaputt war und ich bin auch nur noch ins Bett gegangen. Und ja, jetzt werde ich erstmal frühstücken gehen. Ich muss mein Handtuch noch abgeben und ja, den Rest packen. Ich schlafe übrigens immer sehr gerne in der Mitte, wenn das Bett groß genug ist. Merkt euch eins, das Bett kann nie groß genug für mich sein. Ab geht's. Zum Frühstücken.
Ich bin wieder zurück und werde mich jetzt abschminken und ins Bett gehen. Ich möchte aber kurz noch mal was sagen, weil ich auch weiß, dass derjenige mir zuschaut. Das Hotelzimmer wurde mir nicht gesponsert, allerdings hat es jemand für mich bezahlt. Ich wusste nichts. Ich wusste nicht, dass ich dort übernachten darf. Ich wusste nicht, welches Zimmer ich bekomme. Ich wusste, dass ich dahin gehe. Ich wusste auch, dass ich dahin wollte. Derjenige war nicht mal da. Es hat jemand sehr, 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 sehr gut mit mir gemeint. Was soll ich dazu sagen, außer danke, wirklich. Und nein, ich habe keinen Lover oder keine Affäre oder sonst was. Das ist der Witz überhaupt. Ohne Bedingung, ohne Hintergrund hat mir jemand ein Zimmer bezahlt. Zum Hotel selbst. Ich war im Sommer da und kann es auch empfehlen. Ich kann es wirklich weiterempfehlen. Die Zimmer sind mega. Ich kenne wenige 5-Sterne-Hotels, die wirklich so eine Ausstattung haben oder die wirklich so schöne Zimmer haben. Allerdings ist das Essen nicht so gut. Also sehr eintönig, sehr einseitig. Das Hotel bietet nicht nur All-Inclusive an. Man kann also auch Halbpension oder ich glaube ohne Essen, ohne alles buchen. Und es hat aber keinen Strand, das sollte man wissen. Es hat einen Steg. Man geht ins Meer rein. Es gibt keinen Sand. Ich werde den Vlog jetzt beenden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Macht es gut, wir sehen uns bald wieder. Bis bald.